Hallöchen ihr Lieben und herzlich willkommen zu einem weiteren Part von Risen 2, Dark Waters. Ja, wir sind auf, wie heißt es jetzt hier, Dakarikua, habe ich das richtig gesagt, ich hoffe. sollen da mit den Piraten, also sprich mit Pettys Papilein, sprechen und er soll uns dazu bringen, beziehungsweise er soll uns verraten, welche Waffe er gegen den Kraken der Meere hat. Ich sehe gerade, ich muss mal kurz auf die Füße zoomen. Sogar hier, schau mal, die Fußknochen, alles so schön modelliert. Ich bin so begeistert vom Spiel. Echt, ich mag das so gern. Mei, die haben sich da echt so Mühe gegeben. Es ist alles so schön und so toll und so warm und ich habe keine kalten Füße und... schön. Ich drehe durch gerade, es tut mir leid. Aber es ist so schön, habe ich schon gesagt, dass es schön ist. Schön. Na, Patty, du bist auch schön. Ja. Ja. Du brauchst nicht zurückgehen. Ein Küsschen geht schon, oder? Ja, komm. Ha? Ein Schmatzer. Ah, sie will nicht. Keine Chance. Sie will nicht. Aber ich bin doch dein Held, hast du immer gesagt. So. Ich nehme es jetzt einfach mal mit. Ich schau mal, was es hier so geben tut. Ich sehe eine schöne Muschel, wo vielleicht wieder eine schöne Perle drin versteckt ist. Wir werden es dann gleich mal herausfinden. So, da ist noch eine. Ich sehe dich. Komm her. Wir brauchen sowieso Geld ohne Ende. Also wirklich. Aha. Geht schon. Ja, Patty. Au. Okay. Ja, die Pistole hat definitiv Nachladegeschichten, also eine Abklingzeit. Charakterwerte steigern. Haben wir gerade ein Level Up bekommen? Ich habe es nicht mitgekriegt. Das könnte sein. Oh, gar nicht mehr so schön. Na, dann mache ich halt jetzt. Wup, wup, wup. Level Up erreicht. So, legendärer Gegenstand, Attribute, Talente. Blut, Gold, Ruhm. Fähigkeiten. Da bin ich noch etwas überfragt. Ich habe... Was haben wir denn da? Ich habe nicht wirklich Ahnung, wie ich skillen soll, ehrlich gesagt. Klingenwaffe. Basiswert 1. Das Attribut Klingen steigert den Grundwert der Talente. Hiebwaffen, Stichwaffen und Wurfwaffen. Viele Klingenfertigkeiten können erst ab einem gewissen Klingenwert erlernt werden. Dann die Feuerwaffen. Basiswert. Das Attribut Feuerwaffen steigert den Grundwert der Talente Muskete, Schrotflinte und Pistole. Viele Feuerwaffenfertigkeiten können erst ab einem gewissen Feuerwaffenwert erlernt werden. Dann haben wir hier die Härte. Basiswert 1. Das Attribut Härte steigert den Grundwert der Talente Klingenfest, Kugelsicher und Einschüchtern. Viele Härtefähigkeiten können erst ab einem gewissen Härtegrad, Härtewert, Härtegrad, ja, erlernt werden. Gerissenheit. Ja, Gerissenheit, Basiswert 1, das Attribut Gerissenheit steigert den Grundwert der Talente. Diebeskunst, schmutzige Tricks und Silberzunge. Viele Gerissenheit-Fertigkeiten können erst ab einem gewissen Gerissenheitwert erlernt werden. Und Voodoo. Basiswert 1, das Attribut Voodoo steigert den Grundwert der Talente. Totenkult, schwarze Magie und Ritual. Viele Voodoo-Fertigkeiten können erst ab einem gewissen Voodoo-Wert erlernt werden. Mhm. Also quasi Klinge Nahkämpfer, Feuerwaffe Fernkampf, scheint mir so Voodoo, eben die Magiergeschichte, ne? Also das ehemalige Intelligenz. Also Intelligenz, Geschicklichkeit und Stärke wahrscheinlich so gemeint. Das hier war wahrscheinlich Rüstung einmal und Gerissenheit sind eben diese, ja, Charisma oder so, ne? Wahrscheinlich so irgendwie auf die Art. Können wir das jetzt alles einzeln trainieren, du Heilige? Hiebwaffen. Ja, wenn, dann Stichwaffen, ne? Wir haben momentan keine Hiebwaffe. Das sind Hiebwaffen, erhöht den Schaden von Säbeln und Nahkampfangriffen von Musketen ohne Bajonett. Stichwaffen, Offiziersschwert. Ja, das sind Stichwaffen, erhöht den Schaden von Degen und Nahkampfangriffen von Musketen
Mit Bajonett. Aha. Wurfwaffen. Talent Wurfwaffen erhöht den Schaden von Speeren und die Treffsicherheit von Dolchen. Ich glaube, ich lasse den mal stehen. Ich habe keine Ahnung, was wir brauchen könnten. Das hier wäre vielleicht sicher nicht so schlecht. Silberzunge und so weiter. Ich lasse das mal. Ich glaube, ich lasse das mal. So, die Muschel. Die Muschel. Was haben wir denn hier noch Schönes? Noch eine Muschel. Schau mal da. Tada. Ist, glaube ich, sogar dasselbe Geräusch, ne? Voll cool. Ich mag sowas. Haben wir hier irgendwo vielleicht eine Art Heilkraut oder so für uns? Falls es... Ich glaube, sowas gibt es noch, ne? Kiste auf jeden Fall. Ja. Sand. Wozu braucht man Sand? Also blendet einen Gegner. Talent, schmutzige Tricks. Reichweite, Nahkampf, Nachladezeit 10 Sekunden. Unverkäuflich Sand, wie es ihn überall zu finden gibt. Du kannst ihn ins Gesicht deiner Gegner werfen. Sehr schön. Muschel ist auch drinnen und 5 Goldmünzen. Passt, nehmen wir alles mit. Feine Geschichte. Den Grog nehmen wir auch mit. Ist das da am Boden kein Grog mehr? Ist das leer? Ist wahrscheinlich leer, ne? Ah, rum. Halt. Da ist irgendwo rum. Den brauchen wir auf alle Fälle. So. Fein. So, meine Nase juckt, Entschuldigung. Was haben wir da? Gaganuss. Ob die Gaga schmeckt? Ja. So, da lala, lala. Dann noch auf die andere Seite glubschen. Können wir da unten durch? Nein. Müssen wir hier hoch? Kannst du hier hoch? Der kann nur so leicht hüpfen, aber irgendwie kann er gar nicht klettern mehr. Hallo? Der kann nur so leicht... Ja, dann halt so. Vielleicht ist das auch was zum Lernen. Ha, da war was. Ein Ruderboot. Nein, erst muss ich das Ziel kennen. Aha, okay. So, ein Goldklee. Wie schön. Und noch eine Muschel. Wahrscheinlich gibt es gleich wieder Gegner. Ich könnte vielleicht mal speichern. Wartet kurz. Spielstand speichern. Neu. Speichern. Nummer 3. Perfekt. Sehr gut. Ah, was haben wir denn da? Ist das eine Wildsau? Ich glaube, das ist eine Wildsau. Wildschweine wissen wir. Böse, gemeine Mistviecher. Und aggressiv wie nichts anderes. Warzenschwein. Ui, ja. Aber der Petty dabei ist. Ich wollte das Fleisch nämlich haben. Schau, super. Das lief ja gar nicht mal so schlecht. Rohes Fleisch erhalten. Sehr gut. Können wir dann was braten vielleicht? Was haben wir denn da? Ist das ein Durchgang? Ich glaube, das ist nur ein Durchgang, ne? Schwarzer Oleander. Aha. Was haben wir da? Geisterlilie. Mhm. Die ist zum Fürchten schön. Ich glaube, da kommen wir ins Lager rein, ne? Ja, ich will noch mal kurz vorher zurück. Ich will noch ein bisschen den Strand erkunden. Wo Patty jetzt gerade dabei ist, das passt mir gerade voll super. Da können wir mit ihr wirklich klasse hier noch ein paar Erfahrungspunkte sammeln. Und ihr könnt es mir glauben, wir brauchen mehr als genug davon. So viel bin ich auch schon wieder drauf gekommen. Jawohl. Was haben wir denn da? Ein Schweinewarz. Au. Okay. Betty, bitteschön. Ja, Betty, du darfst auch. Ja, passt. Sehr gut. Rohes Fleisch erhalten. Alles super, alles prima. Oh, der Schneepflug ist da. Okay. Ich dachte gerade, Alter, was rumpelt denn da die Straße runter? Da ist es der Schneepflugfahrer. Boah, da muss es draußen übel schneien. Och, du Heilige. Als ich heute Morgen aufgestanden bin, ne, da hat es ganz leicht geschneit. Ganz leicht. Ein paar Flöckchen. Wenn jetzt der Schneepflugfahrer kommt, Alter Schwede, dann muss es hier gerade zur Sache gehen. Ich habe das Rollo runter, damit mir das Licht nicht blendet. Das sehe ich da nicht so gut.
So, was haben wir denn hier? Grog und Goldbrocken, aha. Ein unbearbeiteter Goldbrocken, aha. Jo. Haben wir eigentlich den Grog schon jemals durchgelesen? Nicht, ne? Es tut mir leid. Blut plus 50, ah, der heilt uns sogar. Goldwert, ist wie ein Trank halt, okay, ja. Goldwert 10. Das Lebenselixier aller Seefahrer. Nicht so stark wie Rum und daher auch nicht so wirksam. Lol. Ach so, das ist auch zum Heilen. Okay, ich bin einfach nur doof. Ich habe da auf irgendwas anderes gedacht, so eine Art Mana-Rack, aber ja, ja, natürlich. Natürlich, logisch, was denn sonst? Ich wollte eigentlich benutzbar hier Rum. Wie viel heilt der dann? 100, okay, doppelt so viel. Rum. Blut plus 10, Gold wert 20. Den besten Rum gibt es auf Dakarigua. Das heißt, den Grog werde ich dann mal hier auf 9 platzieren. Trank der Klingen, was ist denn das? Wirkungsdauer 30 Sekunden, Talent, Ritual. Wurf, Waffen plus 7, Stichwaffen plus 7, Hiebwaffen plus 7, Goldwert 30. Dieser Trank schärft deine Sinne und Reaktion. Aber nur 30 Sekunden lang, ne? Und dann ist es vorbei. Das ist aber nicht so close. Ich dachte, das wäre für immer so. Ich dachte, das bleibt dann immer so, dass wir toll sind. Ich meine, wir sind sowieso toll, aber dass wir noch toller sind, weißt du? No? Habe ich eigentlich schon. Es werden sicher bald wieder diese Seeteufel da auftauchen, ne? Ich spüre es im linken Hüftknochen. Da vorne ist noch eine hübsche Muschele. Und eine Bärele. Und schön, trala. So. Das heißt, mit Grog muss ich sehr, sehr... Ah, da hinten, schau. Warum ist denn da hinten so schwarz? Patty, was hast denn du da gemacht? Ich bin bei dir. Wow, okay. Ich weiß sogar wieder mal. Au. Okay, das klappt. Im Zweifelsfall wegrollen. Das war's. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Im Zweifelsfall wegrollen. Ich wollte es jetzt einfach mal probieren. Hat hingehauen. Ist gut, ist schön. Ist gespeichert. Und ich hatte recht, mein Hüftknochen lügt nie. So. Vor allem der linke nicht. So. Sehr gut. Ah, viele, viele Muscheln. Die könnten wir mal aufmachen, ne? Wo haben wir denn den Blunder? Da ist der Blunder. Nichts. Muscheln. Hier gibt's nichts zu holen. Zwei Perlen haben insgesamt. Sauber. Ich habe jetzt ein bisschen schneller gedrückt, ne? Ja. Zwei Perlen haben wir schon. Das ist schön. Das ist echt schön. Wow. Himmelsherr. Gut gemacht. Passt. Sehr gut. Was haben wir hier? Da liegt ja auch noch was. Eine Gackernuss. Wofür die ist, habe ich keine Ahnung. Die scheint kein Proviant-Geschichtel zu sein. Ich habe es vergessen, sagen wir so. Vielleicht habe ich es mal gewusst, wofür sie ist. Und ich habe es jetzt einfach fein vergessen. So. Ich hoffe, wir haben so ziemlich alle Muscheln gefindet. Zwei Perlen. Ich hoffe, das ist ein guter Start. Fischen wäre nicht schlecht. Ha? Schauen wir, was da Fische sind. Boah, ein bisschen angeln, ha? Mit der... Oh. Aha, okay, das darf ich nicht. Das darf ich nicht dahin gehen. Nein. Verboten. Dann gehen wir halt mal da rein, ne? Horuk. Ich hatte nur gehofft, dass hier noch vielleicht ein paar Pflänzelchen sind, aber schaut nicht so aus. Vielleicht hier noch kurz schauen. Aha, das ist quasi ein Hintereingang. Na gut. Da-da-dam. Da-da-dam. Hü-hüpf. Servus, Zipfelklatscher. Na, wen haben wir denn da? Normalerweise kommen hier nur Soldaten und Arbeiter an. Aber du siehst mir eher wie ein Herumtreiber aus. Was willst du in Puerto Sacarico? Ich habe gehört, auf der Insel soll es Piraten geben. Ich suche Arbeit. Ich brauche Gold. Ich bin auf der Durchreise. Ja, wir sind ja ein Arbeiter, ne? Also sollen wir uns ja auch tarnen. Das heißt, wir brauchen Kohle. Ich suche Arbeit. Ich brauche Gold. Frag am besten mal Pedro. Der weiß immer, wo gerade jemand gebraucht wird. Er steht meistens mitten auf dem großen Platz herum und zählt Kisten. Lass mich dir noch einen guten Rat geben.
Wenn wir dich beim Klauen erwischen, kriegst du mächtigen Ärger. Wir haben zurzeit nur einen Gefangenen in unserem Turm. Da wäre noch ein schönes Plätzchen frei für dich. Und wenn du dann erstmal richtigen Hunger hast, hast du auch bestimmt Lust, den Sklaven auf den Feldern beim Zuckerernten zu helfen. Dasselbe gilt natürlich auch für deine Freundin. Wir verstehen uns? Ich denke schon. Das passiert nur, wenn er uns erwischt. Muha. Blutwurzel. Aha. Gut, nehmen wir auch mit. Andere Länder, andere Kräuter, ne? Ich müsste wieder schlafen gehen, das wäre echt cool jetzt. Spielstand wurde gespeichert. Questerfolg. Puerto Sacarico. So, darf man hier? Hühnchen. Das ist kein Clown, ist keine rote Schrift. Ich denke mal, das wieder als rote Schrift markiert sein wird, hoffe ich. Ein Wein. Einen Apfel. Ein leckeres Stück Brot. Haben wir noch was? Passt, gleich mal den Tisch abgeräumt. Ich hab's gesehen, da war leichter Schimmel drauf. Wir müssen dafür sorgen, dass die Soldaten hier auf keinen Fall so grausliches Essen bekommen. Deshalb nehmen wir das mit, weil wir so aufopfernd sind. Jawohl. Ja, so schaut das aus. Was schaut ihr denn so unglaubwürdig? Das ist die reinste Wahrheit. Eine Kiste. Ich wollte schlafen gehen. Grog, Proviant und 10 Goldstücke. Ein Händel. Ein Truthahn. Schön. Ich speichere mal ganz kurz. Hm? Da, da, da. Vielleicht geben dir lecker Händelfleisch. Oh, auf jeden Fall. Tatsächlich. Rohes Geflügel. Sehr gut. Und Erfahrungspunkte für uns. Und hier wächst auch noch was. Eine Maki-Beere. Sehr, sehr gut. Was haben wir da? Nix. Jetzt dachte ich, das wäre ein Nest von diesen Viechern da, ne? Da habe ich mich getäuscht, Dude. Tut mir leid. Aber eine Blutwurzel haben wir da. Boah, wäre jetzt eine leckere Banane cool. Bulfamon. Aha. Bulfamon. Ja. Bulfamon. So. Was haben wir denn hier noch? Was haben wir noch? Da oben vielleicht. Kann man da auch raufklettern? Ich schaue mich gerne ein bisschen genauer um. Ich weiß, es ist für euch jetzt wahrscheinlich etwas langweilig, aber... Würgeranke. Ja, ich darf da jetzt momentan keine Rücksicht nehmen. Ich will das jetzt mal ein bisschen da und so, ne, erkunden auch und Sachen mitnehmen und vor allem brauche ich einen Schlafplatz. Ich schaue etwas fertig aus, laut Gesundheitsbalken und ja. Ein bisschen Smalltalk noch mit den Leuten machen. Hoppala. Ihren Bericht, Leutnant. Ich fürchte, die Lieferung fällt diesmal etwas schmaler aus. Was soll das heißen? Uns sind einige Kisten abhanden gekommen. Und wie bei den Göttern konnte das geschehen? Ich vermute, die Piraten stecken dahinter. Sie müssen sich nachts ins Lager geschlichen haben. Und wieso bitte ist das Lager nachts nicht bewacht? Weil... Weil? Weil die Männer die entlaufenen Sklaven verfolgt haben. Die bitte was? Dazu wollte ich gerade kommen. Rockford! Es ist alles die Fuegos Schuld. Er hat mir befohlen, die Wachen zu halbieren. Ich habe ihm davon abgeraten, aber... Die Fuego. Der Hohe Rat hätte niemals einem Zivilisten das Kommando überlassen dürfen. Ganz meine Meinung, Kommandant. Wer zum Teufel hat sie nach ihrer Meinung gefragt? Weggetreten! Hui, scharfer Ton. Petro haben wir da. Jawohl, was haben wir denn hier Schönes? Sieh mal an, wer da kommt. Na, wenn das mal nicht der Flegel ist. Er sieht auch aus wie ein Flegel. Was meinst du, was er gemacht hat? Hat der Kommandant nicht gesagt. Schätze, er hat was ganz Ungezogenes mit seiner kleinen Freundin angestellt. Kannst du ihm nicht übel nehmen. Komm, wir gehen was essen. Alter! Ja, Wasser! Sehr schön. Achso, das war das Ding hier. So, sieht mich hier jemand? Ich muss, glaube ich, speichern.
Der da hinten, der könnte mich erglubschen und dann kriege ich Ärger. Und ich will da, so gut es geht, keinen Ärger machen. So, was haben wir denn da Feines? Proviant und wieder ein paar Goldstücke. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Schade, dass man da nicht mehr so draus trinken kann wie früher, ne? Was haben wir da? Ist das ein köstlicher Apfel? Ja. Rein damit in die Proviantkiste. Der arme Teufel da, ne? Was haben wir hier? Raus hier! Ach so. Hau schon ab! Entschuldigung. Meine Güte, immer diese... Immer gestresst, die Leute, ne? Hallo, wer bist du? Osorio. Verdammt nochmal. Ich kümmere mich um die Versorgung der gesamten Kolonie. Und wer hilft mir dabei? Kein Schwein. Hm, das ist aber blöd, weil vom Schwein würdest du ein Fleisch kriegen, ne? Ich suche Arbeit. Ich suche Arbeit. Ich hab genug Arbeit für zwei Leute. Wenn du alles erledigst, kannst du dir 200 Goldstücke verdienen. Verstehst du was vom Kochen? Nein. Ich kann Wasser heiß machen. Ich kann Fleisch braten, hoffe ich. Ich kann Fleisch braten. Ich rede nicht davon, einen Brocken Fleisch auf einen Stock zu spießen und ihn am Feuer verkokeln zu lassen. Ist ja auch egal. Du kannst Botengänge für mich erledigen. Aber ich brauche auf jeden Fall jemanden, der mir in der Küche hilft. Jemanden, der auch was vom Kochen versteht. Zum Beispiel deine kleine Freundin da. Was ist mit dir? Auf keinen Fall stelle ich mich in die Küche. Ja, ne? Soweit haben wir schon. Ich muss mich mal kurz anders hinsetzen. Moment. So. Sonst sitze ich da, bis ich wund werde. ja, die moderne Frau von heute, wir stehen nicht mehr in der Küche, wir stehen davor oder sitzen beim Esstisch. Jawohl. Du hast sie gehört. Gib mir einen kleinen Moment, ich erkläre das. Du hast sie gehört. Tja, in dem Fall habe ich keine Arbeit. Für keinen von euch. Was? Hör auf. Nochmal wegen der Arbeit. Nochmal wegen der Arbeit. Und? Habt ihr euch anders entschieden? Noch nicht. Was willst du dann hier? Alter, verkaufst du Proviant? Jederzeit. Sag mir einfach, wenn du was brauchst. Aha, Questerfolg. Proviant. Ruhm 52. Sehr schön. Patty, bitte. Lass uns doch nochmal über die Sache mit der Küche reden. Bitte. Lass uns doch nochmal über die Sache mit der Küche reden. Was gibt es da zu reden? Es ist doch nur für einen Tag. Wir könnten das Gold gut gebrauchen. Ich habe eine Idee. Silberzunge 10. Da müssen wir die Silberzunge lernen. Warte mal. Schon gut? Ich will nichts mehr davon hören. Ja. Warte. Das war hier, ne? War das hier dabei? Charakter, ne? Wenn ich jetzt mal angenommen... So, Silberzunge hier. Wie geht denn das eigentlich mit Lernen? Ach so, da muss ich wieder so einen Lernmeister suchen, ne? Wahrscheinlich. Denke ich mal, oder? Ja, ja, natürlich. Von selber geht da gar nichts. Mhm. Ja, na klar. Patty, ich will es trotzdem mal probieren. Und zwar so. Lass uns doch nochmal über die Sache mit der Küche reden. Jetzt fängst du schon wieder damit an. Ich habe eine Idee. Ich bin noch nicht gut genug. Ja, na klar. Wir könnten das Gold gut gebrauchen. Wir können das Gold gut gebrauchen. Wir. Ich soll die Arbeit machen und du sackst das Gold ein. Ich werde ein paar Botengänge erledigen. Ach so. Du spazierst schön durch die Gegend und die Frau steht hinterm Herd. Vergiss es! Es ist doch nur für einen Tag. Ach, es ist doch nur für einen Tag. Na, dann stell dich doch selbst an den Herd. Ich kann nicht kochen. Dann wird's Zeit, dass du's lernst. Schon gut. Ich will nichts mehr davon hören. Wie mache ich mich? Wie mache ich mich? Ich muss dir jetzt nicht sagen, wie toll du bist, oder? Doch. Okay, du bist toll. Und jetzt beweg dich. Danke.
Dreck, verdammter. Das ist natürlich nicht so gut. Ich bräuchte einen Skillpunkt bei Silberzunge. Wie ich zu dem komme, so eine Scheiße. Probleme? Das kann man wohl sagen. Ich habe das Kommando über die Wachen und unterstehe direkt die Fuego. Der Hohe Rat hat ihn zum Gouverneur von Puerto Sacarico gemacht. Der Mann macht mich noch wahnsinnig. Ja, mein Beileid. Du hast ein Problem mit die Fuego. Ich suche das Piratennest. Trainierst du auch Schwertkampf? Ich muss weiter. Du hast ein Problem mit die Fuego. Du hast ein Problem mit die Fuego? Er ist ein Zivilist und hat keine Ahnung von militärischen Abläufen. Seit er die Einteilung der Wachen geändert hat, geht hier alles drunter und drüber. Ich habe einfach nicht mehr genug Leute, um die Sicherheit der Kolonie zu gewährleisten. Und jetzt will er auch noch, dass ich einen meiner Männer zum Piratennest schicke. Als wenn die Halsabschneider mit uns verhandeln wollten. Mhm. Rein zufällig würde ich das Piratennest suchen, weißt du, wo es ist? Ich suche das Piratennest. Moment mal. Du bist der Kerl, den Sebastiano rausgeworfen hat. So sieht's aus. Dann bist du vielleicht genau der Mann, den ich suche. Ich muss eine Nachricht zu den Piraten schicken. Ich gebe dir 100 Goldstücke, wenn du sie überbringst. Und die Fuego zahlt dir noch einmal 100, wenn du mit einer Antwort zurückkehrst. Was meinst du? Gib mir das Geld. Ich überbringe die Nachricht. Gib mir das Gold. Ich überbringe deine Nachricht. Gut. Hier ist der Brief. Und hier ist dein Gold. Das Piratennest muss irgendwo im Nordosten der Insel sein. Du willst doch sicher nicht aufbrechen, ohne dich vorher auszurüsten. Natürlich nicht. Bestimmt nicht. Bestimmt nicht. Pedro kann dir sagen, wo du alles findest, was du brauchst. Sag ihm, du musst auf die andere Seite der Insel. Alles klar. Trainierst du auch Schwertkampf? Trainierst du auch Schwertkampf? Ich kann dir ein paar nützliche Dinge über den Umgang mit dem Degen beibringen. Oder willst du einen Trainingskampf? Ich will den Umgang mit der Klinge lernen. Vielleicht? Ich will mehr über den Umgang mit der Klinge lernen. Ich werde dir zeigen, was ich weiß. Und das ist jetzt schon das Elend, ne? 1000 Gold für Klinge Rang 1. 2 für den Vierer. Keine Ahnung, wo der Dreier ist. Dann gibt's noch 8. Und Klinge 2. Ich will, wie werde ich schnell besser mit dem Degen? Klingen 2. Ja. Das ist übel. Da haben wir noch Klinge 10, Klinge 5, Stichwaffen. Da weine ich, danke. Ich muss weiter. Ich muss weiter. Das ist halt Futa. Verstehst? 26, Pietro. 27, 29, was? Du hast 28 vergessen. Du hast 28 vergessen. Hör mal, ich habe ein eigenes System. Bring mich nicht durcheinander. Was machst du da? Ich kümmere mich darum, dass die feinen Herren in Caldera ihren Tee nicht ohne Zucker trinken müssen. Der Großteil unserer Ernte geht aufs Schiff und am Ende müssen die Bücher stimmen. Das Ganze ist Wahnsinn. Die halbe Welt geht den Bach runter und die Händlergilde hat nichts Besseres zu tun, als an ihren Profit zu denken. Nur deswegen gibt es diesen Stützpunkt überhaupt. Warum bist du hier? Suchst du Arbeit? Eigentlich ja. Ich muss auf die andere Seite der Insel. Ich will mir etwas Gold verdienen. Ich muss jetzt erstmal weiter. Ja, beides eigentlich. Machen wir das Erste. Ich muss auf die andere Seite der Insel. Es ist nicht ungefährlich, die Insel zu bereisen. Überall lauern wilde Tiere. Einige unserer Sklaven sind entkommen und machen jetzt den Dschungel unsicher. Und irgendwo im Osten gibt es die Piraten. Ohne robuste Kleidung und genügend Proviant solltest du nicht losziehen. Okay. Was weißt du über die Piraten? Was weißt du über die Piraten? Ich? Gar nichts. Hab noch nie einen von denen zu Gesicht bekommen. Wenn du was über die Piraten wissen willst, sprich mit Rock vor. Mhm. Gibt es eine Karte der Insel? Gibt es eine Karte der Insel? Wenn ich du wäre, würde ich die Fuego fragen. Er ist der Gouverneur von Puerto Sacarico. Kann mir aber nicht vorstellen, dass sie dich so zu ihm lassen. Halt nackt, wie du bist. Zieh dir wenigstens ein Hemd an. Ja, woher denn? Woher kriege ich die Kleidung? Wo bekomme ich Kleidung? Frag mal Carter. Er sitzt oben beim Turm und bewacht den Gefangenen. Kann schon sein, dass er was für dich hat. Wo gibt es Proviant? Wo gibt es Proviant? Sprich mit Osorio. Er kann dir was verkaufen. Du findest ihn in der Küche. Das ist das kleine Gebäude vorne am Platz.
Ich will mir etwas Gold verdienen. Ich will mir etwas Gold verdienen. Für Tagelöhner gibt's ja immer was zu tun. Was soll ich machen? Geh zuerst zu Osorio. Er hat mit Sicherheit Arbeit für dich. Ich muss jetzt erstmal weiter. Gut. Zurück zu den Kisten. Wo war ich? 28. Warte. 29 dann, ne? 29. Genau. 29. 30. 31. Weil 28 hat er gesagt, er hat sein eigenes System, ne? So, feine Geschichte, feine Geschichte. So, der Bootsmann, der Steuermann, die futtern da mal schön gemütlich und saufen sich einen an. Und wir beenden mal fürs erste den Part. Jo, haben wir schon den dritten Part, wenn's denkst, ne? Krass, wie die Zeit vergeht. Na gut, ihr Lieben, das war's dann wieder für heute. Ich bedanke mich wieder von ganzem Herzen fürs Zuhören, fürs Zuschauen. Wünsche euch einen schönen Tag, einen schönen Abend. Je nachdem, wann ihr das Video schaut. Und wir hören uns beim nächsten Mal. Tschüssi!